Mein Name ist Ulrike Zuball und das ist Zeichensetzung. Franz Kafka, kleine Fabel. Ach, sagte die Maus, die Welt wird enger mit jedem Tag. Zuerst war sie so breit, dass ich Angst hatte. Ich lief weiter und war glücklich, dass ich endlich rechts und links in der Ferne Mauern sah. Aber diese langen Mauern eilen so schnell aufeinander zu, dass ich schon im letzten Zimmer bin und dort im Winkel steht die Falle, in die ich laufe. Du musst nur die Laufrichtung ändern, sagte die Katze und fraß sie. Franz Kafka hat diese Fabel 1920 geschrieben, da war er 37 Jahre alt. Er hatte 3 Jahre zuvor erfahren, dass er an Tuberkulose erkrankt war. Und das hat in der damaligen Zeit bedeutet, dass man ziemlich sicher sein konnte, einen baldigen Tod zu erleiden. Er ist dann tatsächlich auch 4 Jahre später gestorben, am 3. Juni 1924. Was bedeutet diese Fabel? Was will uns Kafka mit dieser Fabel erzählen? Nun ist Kafka einer der ersten modernen Dichter des 20. Jahrhunderts, die wir in Europa haben. Und er ist berühmt dafür, dass seine Texte mehrdeutig sind, so wie viele moderne oder die meisten modernen Texte im 20. und 21. Jahrhundert. Man kann die Interpretation nicht eindeutig festlegen, man kann sie nicht festschreiben. Und das, was gesagt werden soll, will vom Autor her, bleibt dem Leser verborgen, man kann sich darüber streiten. Es ist immer, man kommt als Leser in Situationen, die einen verblüffen und auch befremden. Man fühlt sich düpiert und auch vorgeführt vom Autor. Sehr oft muss man lachen und sehr oft bleibt einem dann das Lachen auch im Hals stecken. Und das ist manchmal gar keine so schöne Situation, der man sich da gegenüber sieht. Für jeden Fall ist man als Leser aufgefordert, seine eigene Interpretation des Textes zu finden. Man muss seine Antwort finden. Texte der Moderne, Kafkas Texte, verlangen einen mündigen Leser. Einen Leser, der quasi selbst zum Autor wird und der zu interpretieren und zu schreiben versteht. Für mich als Leser ergeben sich bei der Lektüre dieses kleinen Textes 2 große Interpretationsmöglichkeiten. Und diese beiden Interpretationsmöglichkeiten widersprechen sich auch ganz stark. Eine sehr pessimistische Lesart, aber auch eine sehr fröhliche Lesart. Zunächst die, die auf der Hand liegt. Es ist eine Geschichte, in der es um existenzielle Fragen geht. Es geht um die Unausweichlichkeit des Todes. Jedes Lebewesen, auch kleine Mäuse, müssen sterben. Tag für Tag läuft man auf sein Ende zu. Das Ende ist unausweichlich. Es kommt daher in Form einer Falle oder einer Katze und man kann so oft wie man will die Laufrichtung ändern. Das Ende ist unausweichlich, der Tod steht da und man kann nichts dagegen tun. Sehr oft ist dieser Tod dann auch ein doch gewalttätiger, ein grausamer und die Frage ist, was ist grausamer? In einer Falle zu enden oder von einer Katze gefressen zu werden, ja, das bleibt jedem Leser selbst überlassen. Es gibt von dieser Lesart auch noch eine Variante. Dann geht es nicht um Leben und Tod, sondern darum, dass wir im Laufe unseres Lebens so viele Entscheidungen treffen und getroffen haben, dass die Möglichkeiten, unser Leben zu gestalten, immer geringer werden. Wir bauen mit jedem Tag Mauern auf,
die unsere Entscheidungsfreiheit beschneiden. Diese Mauern können familiärer Art sein, sie können beruflicher Art sein, aber sie können zum Beispiel auch unsere Gesundheit betreffen, die uns keine große Freiheit mehr lässt. Je älter wir werden, desto mehr verengt sich die Spur, auf der wir laufen, und wir empfinden das wirklich sehr oft dann eben auch als Sackgasse, in die wir hineingeraten sind und aus der wir nicht mehr herauskommen. Es gibt da aber auch noch eine weitere Variante. Die Geschichte handelt ja schließlich von einer kleinen grauen Maus. Und vielleicht meint diese Geschichte ja wirklich nur kleine graue Mäuse, ängstliche, engstirnige Personen, kurzsichtige Personen. Man könnte sich ja auch mit der Katze identifizieren, mit dem Winner-Typ, mit der, die zum Schluss alle anderen frisst und eben ein ganz gutes Dasein als der Fittere führt. Die Alternative ist also Maus oder Katzen. Das ist eine Alternative Opfer oder Täter. Ich finde diese Variante auch nicht gerade sehr fröhlich oder sehr optimistisch, denn man hat da eigentlich nur die Alternative, ein grausames Schicksal zu erleiden oder selber grausam zu werden. Und das ist ja auch nicht gerade sehr erheiternd, diese Lebensaussicht. Dann verändert sich das Lachen in ein zynisches Grinsen, sowas wahrscheinlich so, wie es der Katze ums Maul eingeschrieben ist, aber naja, das ist eine Frage, ob man diese Variante bevorzugt. Aber vielleicht kann man diese Geschichte ja tatsächlich nochmal ganz anders verstehen. Vielleicht kann man die Laufrichtung der Geschichte noch einmal vollkommen anders anlegen. Dazu sehen wir uns einfach nochmal den Text an. Wir schauen uns in der Fabel an, wie sie geschrieben ist, auf eine ganz besondere Art und Weise. Und sie wird in der dritten Person geschildert, aber eigentlich wird die ganze Erzählung der Maus in den Mund gelegt. Ach, sagte die Maus und erzählt dann, was ihr geschehen ist, was sie empfindet und wie sie eben in diese Sackgasse gekommen ist. Erzählt wird sozusagen aus ihrer Sicht heraus, subjektiv. Und diese ihre Sicht muss ja nun nicht objektiv stimmen. Wenn man ein alter Mensch geworden ist und ein kritischer Leser ist und zu interpretieren versteht, dann weiß man, dass das, was Menschen sagen, nicht unbedingt die Wahrheit ist und dass es nicht unbedingt stimmt und ihre Einschätzung vom Leben und einer Wirklichkeit nicht unbedingt die richtige ist. Dann wird man zum Autor und entscheidet sich für eine andere Möglichkeit, die der Sprecher, die Maus in dem Falle, eben nicht gesehen hat. Und dann schaut man sich diese Geschichte ein bisschen genauer an und stellt fest, das ist ja eine sehr ängstliche Maus. Das sagt sie ja von sich selbst. Am Anfang war alles so frei, ein freier Raum. Und dann hat sie Angst gekriegt und dann ist sie immer schneller gelaufen. Man sieht das förmlich, wie sie Panik kriegt und wie sie immer schneller läuft, bis sie endlich, Gott sei Dank, in der Ferne diese Mauern sieht, die eben links und rechts ihre Entscheidungsfreiheit einengen. Und dann läuft sie, wie gesagt, in die Falle und im letzten Zimmer hat sie eben nur noch als Alternative eine Falle oder eben vielleicht gerade nochmal eine Maus, die sagt, du kannst ja auch in mein Maul laufen. Und wenn man sich dann das genau anschaut, dann beginnt man sich doch zu fragen, hatte denn die Maus wirklich keine Alternative? Ist sie in diese unausweichliche Sackgasse nur deshalb geraten, weil sie Angst gekriegt hat? Wäre es nicht möglich, ein sehr viel freieres Leben zu wählen, vielleicht
auch in ein anderes Zimmer zu gehen, als in dieses letzte Zimmer, wo die Falle steht und die Maus am anderen Ende hockt, in ein anderes Zimmer, in dem man sehr viel mehr Freiheit hat. Vielleicht war es ja nur die Panik, die einen in diese Lage gebracht hat. Und vielleicht sollte man eben als Mensch sich von vornherein nicht durch Panik beeindrucken lassen und einen Lebensweg wählen, der einen dann zum Schluss wirklich in einer Sackgasse sitzen lässt. Das heißt, vielleicht besteht doch die Möglichkeit, Mauern, die man sich selber aufgebaut hat, einzureißen und wieder eine Freiheit zu finden, in der man dann glücklich wird. Und wenn man diese Variante der Geschichte wählt, dann ist das auf einmal eigentlich eine sehr optimistische Geschichte geworden, eine sehr tröstliche Interpretation und eine Interpretation, die einen befreit lachen lässt. Wähle dein Leben so, dass du eben in Freiheit leben kannst, ohne einschränkende Mauern, die du dir selber setzt und die gar nicht da sein müssen, die gar nicht objektiv da sind. Aber vielleicht, wie gesagt, ist auch die pessimistische Lesart die richtige. Ich weiß es nicht. Kafka lässt das, wie gesagt, offen. Immer wenn ich diese kleine Fabel lese, fallen mir zwei Geschichten ein, die ich als junge Frau Anfang der 80er erlebt habe. Anfang der 80er habe ich an der Uni Literatur studiert und hatte das Glück, eine Lesung von Elias Canetti miterleben zu dürfen. Und Canetti hat gelesen, der Hörsaal war rappelvoll und im Anschluss konnten Fragen gestellt werden. Und ich weiß nicht, wie Canetti darauf kam. Canetti hat erzählt, dass er als ganz junger Mann Franz Kafka persönlich in einer Lesung erlebt habe. Und Kafka habe damals eine Geschichte vorgelesen von einem Mann, einem alten Junggesellen namens Blumfeld, der von zwei Ping-Pong-Bällen verfolgt wird. Und diese Ping-Pong-Bälle verfolgen diesen alten Junggesellen, wohin er geht. Überall Ping-Pong, Ping-Pong ist dieses Geräusch zu hören. Wenn er nachts schläft, klopfen sie von unten an sein Bett. Er versucht, die Geräusche zu dämpfen durch Teppiche. Es gelingt ihm nicht. Diese Ping-Pong-Bälle und das Geräusch, dieses Ping-Pong, ist unausweichlich. Eine Horrorvorstellung. Wir waren alle fasziniert von dieser Vorstellung. Und wir konnten uns das so richtig vorstellen, wie dieser arme Junggeselle da gefoltert wurde von dem Geräusch. Und Canetti erzählte, dass Kafka, als er diese Erzählung vorgelesen hat, laut gelacht hat. Er hat sich nicht mehr eingekriegt vor Lachen. Und er, Canetti und wir Studenten damals, wir waren sehr erstaunt darüber. Wir konnten das uns gar nicht vorstellen, dass man bei dieser Geschichte so laut lachen kann. Und ungefähr um diese Zeit ist mir dann noch etwas Zweites, eine zweite kleine Geschichte zugestoßen sozusagen. Ich habe in München einen Freund besucht und wir waren in einer Charlie Chaplin Retrospektive. Und wir kamen sehr lächerlich aus dem Kino heraus und standen dann an der U-Bahn am Gleis und haben immer noch gelacht und schauten dann so auf das Gleis runter und sehen auf dem Gleis eine kleine Maus. Und diese kleine Maus, die lief da zwischen den Gleisen herum, ja, hat sich da wohl was zu fressen gesucht. Und auf einmal wurde diese Maus immer unruhiger. Und wir merkten, dass die Gleise zu vibrieren anfingen und ganz offensichtlich die Trambahn im Kommen war. Und nun bekam diese kleine Maus Panik und schlupfte auf so ein Gleis hinauf. Und nun kam von rechts diese große, dunkle Trambahn herangesaust und die Maus lief auf diesem Gleis, auf dieser Schiene immer weiter, immer weiter, immer weiter. Und wir guckten
stumm und gebannt zu, was nun mit dieser Maus geschehen würde. Und im allerletzten Moment, bevor sie die Tram erwischte, hüpfte die Maus von dieser Schiene runter und verschwand in dem Gleisbett zwischen den Steinchen und Zigarettenstummeln. Und wir haben an dem Abend nicht mehr aufgehört zu lachen.